Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Rayman. Nach wie vor sammle ich noch mal ein paar Leben. Ich habe ja gesagt, so 60, 70 um den Dreh werde ich sammeln müssen, um einfach wieder ein bisschen, ja, Backup zu haben, also ein bisschen mehr auf Vorrat. Und ich werde das mit den Käfigen wieder wie folgt machen. Ich werde sie nicht direkt sammeln, sondern wieder im Nachhinein. Das heißt, wenn ich das Spiel durch habe, werde ich die restlichen Level nochmal machen, weil ich will nicht die ganze Zeit gegen die Boss kämpfen müssen. Und da ist mir das dann doch ganz lieb, dass ich dann erstmal das Spiel durchmache und dann sage, okay, so schaut es jetzt aus. Ne? Also sprich, es sind ja noch zwei oder drei Bosskämpfe insgesamt und das finde ich dann ganz gut, wenn ich die vorher beseitige und dann ja die restlichen Käfige vervollständige. Und bevor ihr fragt, ja, das geht. Man kann die Käfige auch noch nach dem Fertigstellen sammeln. Im Übrigen wollte ich nochmal erwähnen, zu Rayman 2. Da wisst ihr ja, dass ich die PC-Fassung gespielt habe, sprich die von Ubisoft für PC rausgebracht worden ist. Und mein Vater besitzt die PS2-Fassung. Allerdings muss ich dazu sagen, sie ist ein klein wenig anders. Man hat eine Art Overworld, worauf man herumlatscht. Und einige Level, die so in der PC-Fassung anscheinend nicht vorkamen, muss ich jetzt mal dazu sagen. Weil, ja, ich habe sie nicht in der PC-Fassung gefunden. Ne? Und da habe ich mal nachgeguckt. Diesmal handelt es sich nicht unterschiedlich zwischen PC- und Konsolenfassung, sondern einfach von der Fassung her selber. Und ja, zum einen sind da einige Level mit bei, die ich so in der PC-Fassung nicht habe. Also in der Version, ne? Und zum anderen, ja, liegt das auch an der Entwicklungsversion. Also sprich, das ist eine andere Version, die rausgekommen ist da zu dem Zeitpunkt, als die, die man später für PC jetzt auch gekriegt hat. So zumindest mein Verständnis. Wie dem auch sei, es bleibt dabei, wenn ich jetzt die Reihe nochmal re-Let's Player, also erneut Let's Player, werde ich sie logischerweise auch wieder, ja, mit dem ersten Teil anfangen, logischerweise. In der Hoffnung, dass ich das dann besser hinkriege als diesen Durchlauf bis heute. Also das wird ja eine Weile dauern, bis ich das nochmal neu Let's Playe, aber es wird auf jeden Fall ein neues Let's Play von Rayman geben, sowie auch Rayman 2 und 3. Ja, jedenfalls bleibt bestehen, dass ich jetzt, wenn ich Beyond Good and Evil demnächst neu Let's Playe, das wird demnächst irgendwann passieren, sobald dann der zweite Teil komplett draußen ist. Irgendwie ist er ja immer noch nicht komplett veröffentlicht, irgendwie gefühlt, keine Ahnung. Jedenfalls, sobald Beyond Good and Evil 2 final draußen ist und ich es mir dann geholt habe, könnt ihr damit rechnen, dass ich es auch Let's Playen werde. Aber zuvor den ersten Teil nochmal als eine kleine, ja, Auffrischung der Geschichte quasi Let's Playen werde. Einfach damit man weiß, okay, wie ist das eigentlich entstanden mit Beyond Good and Evil. Vor allem habe ich damit auch, glaube ich, damals meinen Kanal auch mehr oder minder mit angefangen. Wenn man bedenkt, dass ich da noch mit Kamera und Stativ gearbeitet habe, einfach vom Bildschirm aufzunehmen. Einfach weil, ja, wie gesagt, Aufnahmeprogramm und so kannte ich zu dem Zeitraum noch nicht. Und ehrlich gesagt liefen die auch noch nicht alle so rund auf meinen Rechner. Und da habe ich mir das halt so einfallen lassen damals. Andere Sache war, viele Aufnahmeprogramme waren damals alle einfach kostenpflichtig. Da finde ich immer ganz schön, wenn Entwickler sich hinsetzen, okay, wir haben schon eine Menge Geld, wir entwickeln andere Sachen, da können wir mal was zurückgeben. Finde ich immer ganz gut, weil dann sagt man, okay, greift man sich das Programm von dem Entwickler und guckt, was er noch so im Angebot hat. Win-Win-Situation einfach so mit. Weil, ja, man guckt ja bei den Entwicklern häufiger rein und stellt dann fest, oh, die haben ja auch noch sowas.
Das könnte man vielleicht auch noch gebrauchen. Ich werde ein bisschen hektisch allmählich, ihr merkt das. Das Einzige, was ich wirklich schön finde, dass man im dritten Teil schwimmen kann. Von Rayman. Dass man da nicht mehr des Todes ist, wenn man im Wasser fällt. Ne. Gut, natürlich auch nur in diese Stellen, wo es dann auch genehm ist, ne? Und ja, ich weiß, ich habe mehr als 30 Stunden schon ins Spiel versenkt. Wenn nicht sogar noch mehr. Aber ja, es liegt einfach auch daran, dass das Spiel halt bockenschwer ist. Nicht vergleichbar mit einem Dark Souls, nicht vergleichbar mit einem Demon's Souls oder irgendeiner Art von Souls-like, aber es ist halt trotzdem bockenschwer. Ich erinnere nur mal an den Space Mama Kampf, den hatten wir auch ziemlich lange gebraucht, bis wir den besiegt hatten, den Gegner. Gut, ich hatte ja auch schon Schwierigkeiten mit den einen Level, wo ich nicht wusste, wie ich da weiterkomme. Aber das sind immer solche Kleinigkeiten, die kann man mal verschmerzen. Ganz ehrlich gesagt. Ne. Was ich auf jeden Fall mal festhalten möchte. Die nächsten Spiele, die kommen, sind zum einen aus Humble Bundle, aus Keymailer und aus GameKit. Also sprich, die habe ich mir von GameKit Geld geleistet. Ja, ich nutze sehr viele Quellen, ich weiß. Einfach aus dem Grunde, ich bin kein Millionär. Sagen wir es mal, wie es ist. Normalerweise würde man sagen, okay, ich mache jetzt viele Projekte und viele schauen das. Bei mir ist das leider nicht so. Aktuell habe ich ja wenig Zuschauer, deswegen auch viele Projekte am Laufen, dass man halt alles abdeckt, so wenig. Klar, ich könnte wieder zurück zu Minecraft, da habe ich auch ein bisschen mit angefangen. Aber da hatte ich damals auch nicht so wirklich, nicht gesagt, bin ich richtig durchgeblickt, sondern eher was anderes. Jedenfalls würde ich das gerne so machen, wenn ich Minecraft wieder anfangen sollte. Habe ich ja schon gesagt. Mache ich das zum einen mit einer Mod. Oder mit mehreren Mods, besser gesagt. Und zum anderen auch mit einer kleinen, aber feinen Änderung. Und zwar, ja, will ich eine Map bauen, die ich später hochladen kann, die man dann frei erkunden kann. Das heißt, ich werde dann natürlich Secrets einbauen. BZW Hidden Rooms und so ein Kram, die man dann erkunden kann. Die natürlich ein bisschen Spaß bringen sollen. Das ist natürlich auch an euch gelegen, wie viel ihr dann nachher am Ende auch selber erkundet auf der Map, wenn ich sie hochlade, aber ja. Da werde ich halt auch so ein paar Ideen verwirklichen in der Map. Einfach so just for fun. Um halt einfach zu zeigen, was man so unkonventionelles oder nützliches machen kann. Zum Beispiel für Adventure Maps und Co. Ne? Vor allem werde ich sehr viel mit Flip-Flop-Dingern arbeiten. BZW mit, in dem Fall Flipflop, dass ich halt Sachen auswechseln kann. Alles, was sich mit einem Kolben verschieben lässt. Da habe ich nämlich noch nicht so ganz drüber nachgedacht, weil Öfen weiß ich geht nicht. Obsidian geht, soweit ich weiß, nicht mit einem Kolben zu verschieben. Falls doch, korrigiere ich die Aussage. Ja, solche Sachen halt, ne? Wieso, weshalb, warum seht ihr dann, wenn es nachher in der Map ist? Vor allem muss ich auch gucken, dass ich zum Beispiel solche Doppeltüren, wo man auch mit Kolben arbeitet, dass die noch schöner auf und zu gehen. Also sprich, dass das halt gar nicht auffällt, dass da Kolben arbeiten. Sowas ist zwar schwierig, aber machbar, soweit ich weiß. Muss ich halt eine Zeit lang dran herumwerkeln, bis es dann perfekt funktioniert natürlich.
immer sei. Das war wieder, weil ich hektisch wurde, ne? Achso, übrigens seit kurzem spiele ich wieder Assassin's Creed 1, also privat für mich, um einfach mal so ein bisschen Zeitgefühl zu kriegen, wie viel Zeit ich da reinstecken muss. Also aktuell habe ich allein für die Anfangssequenz plus halt alles da zu machen, was vonnöten ist, ja, gerade mal eine Stunde verbraucht. Und das ist wie gesagt nur der Anfang. Das heißt, ich muss drauf achten, was jetzt der Rest des Spiels sagt. Vor allem, weil man ja viele Cutscenes nicht überspringen kann und ich auch versuche, alles einzusammeln, was geht. Was exorbitant schwer wird. Aber hey, ich scheue mich nicht mehr davor, 100% zu erspielen in Spielen. Außer es ist natürlich, dass meine Fähigkeiten eingeschränkt sind. So wie zum Beispiel Super Meat Boy, da bin ich ja immer noch dran, den Boss ja, machen zu wollen. Aber dafür muss ich noch mehr trainieren. Genau. Ich will in naher Zukunft vielleicht auch mal anfangen mit Horrorspielen. Das habe ich ja schon häufiger angekündigt. Ich werde aber langsam anfangen. Heißt so, ich suche mir die erstmal weniger gruseligen Spiele raus. Oder welche, wo ich nicht sofort total in Panik verfalle, sobald der erste Schreckenmoment auftaucht. Und natürlich welche, die mir auch bekannt sind. Was natürlich schwierig wird, natürlich ruhig zu bleiben. Weil, klar, das Sinn und Zweck eines Horrorspiels ist es, den Puls hochzutreiben. Egal, wie sehr man sich auf etwas gefasst machen kann. Horrorspiele haben einfach den Sinn und Zweck daran. So. Von daher würde ich sagen, ja, mit Outlast fange ich höchstwahrscheinlich auch an. Nachdem ich dann solche Spiele wie, ja, keine Ahnung, Rake mal durchgespielt habe. Da muss ich sowieso nochmal gucken, da ich statt das immer nur zu streamen auch wirklich mal aufnehme und versuche es zu schaffen. Rake ist ein kleines Horrorspiel, mehr oder minder. Bietet wie ein Horror-Hunting-Spiel. Man versucht dann nämlich eine Kreatur, eine Sagengestalt namens Rake zu schnappen. Bietet wie zu, ja, besiegen. Leider ist das Problem, das Spiel ist nicht wirklich fertig. Also es ist kein finaler Status, kann man nicht so sagen zumindest. Und der Multiplayer ist auch ausgekochte... Weil da muss man mit Hamachi, genau. Mit Hamachi muss man da arbeiten. Musste kurz überlegen, wie das hieß, das Ding. Weil damit kann man nur ein Netzwerk da aufbauen. Damit habe ich übrigens auch damals mit Kollegen Minecraft zusammenspielen können nur. Weil irgendwie mein PC herumgesponnen hat und Hamachi hat das dann überbrückt, die Problematik der Serverstellung und so. Wie immer sei, auf jeden Fall. Wo war ich denn? Ah ja, genau. Mit Hamachi muss man dann Server erstellen und dann ist das Problem, ob es überhaupt verbindet, ist halt die Frage. Und wie man überhaupt drauf kommt und ganz ehrlich, das gefällt mir nicht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, Bigfoot und Goatman habe ich auch noch auf Liste. Die will ich auf jeden Fall mit einem Kumpel zusammen spielen. Da hat das ja auch zum Glück eigene Serverstrukturen, soweit ich weiß. Danke an die Entwickler, die diese Spiele entwickelt haben. Dass ihr da so schlau wart und das vernünftig kodiert habt. Ja, was fällt mir denn noch ein? Ja, ich bin ja stark an Überlegen gerade. Dann gibt es ja noch den Bendigo. Ach, und dann noch ganz viele andere Spiele. Ich will vor allen Dingen wieder mal ein bisschen mehr Together machen. Heißt, ich muss mir auch mal wieder mehr aktiv meine Freunde suchen bei Steam, die auch aktiv mitzocken würden bei solchen Projekten. Erst recht, weil ich diese Projekte echt nicht mehr schleifen lassen möchte. Vor allem, wir brauchen auch für Payday, weiß ich, brauchen wir einen Kollegen, der mitmacht. Und ich brauche für Borderlands mal wieder einen Kollegen, auch wenn der Gamer gut angekündigt hat, mitzumachen. Ich habe ihn bis jetzt nicht erlebt, dass er
ja, irgendwie freie Zeit gefunden hat. Aber das ist mir auch recht. Er hat seine Arbeit momentan und da soll er ruhig machen erstmal. Ich will ihn davon auch gar nicht abhalten. Also das ist halt immer so die Sache. Wenn jetzt jemand sagt, okay, er verspricht mir, dass er mitmacht, finde ich natürlich blöd. Aber wenn jetzt der Hintergrund ist, natürlich Geld zu verdienen, sprich sein privates Leben zu verbessern, sehe ich das auch ein. Könnte ich auch machen, aber ihr wisst ganz genau, dann würde YouTube nach hinten verrutschen und ihr würdet gar keine Videos mehr von mir kriegen. Sprich, ich könnte nur noch Wochenends aufnehmen und da auch dann nur noch rendern. Das heißt aber, ich müsste mindestens 15 Videos aufnehmen. Das entspricht, ja, 14,5, wenn nicht sogar 15 Stunden, die ich dann am Arbeiten bin nur. Und dann müsste ich am Sonntag noch den Rest fertig rendern, der dann übrig bleibt. Nur damit ich über die Woche alles hochladen kann, parallel. Also das würde ich dann mal am Ende eines Arbeitstages machen, dass ich dann trotzdem hochlade. So, was ist aber das Problem? Ihr wisst, Samstag habe ich meine Freundin da. Also zumeist habe ich da meine Freundin da. Und das heißt dann für mich eigentlich Ruhezeit. Sprich, ich habe Zeit für mich und meine Freundin. Ja gut, Frau in Spee, ne? Also... Sie ist einfach mein Herzblatt. Das ist schön, wenn ich jetzt da so kitschig mich anhöre, aber es ist so. Vorhin, weil ich auch ganz genau weiß, ich werde nie wieder eine treffen wie sie. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich hatte jetzt in meinem Leben 4 Freundinnen insgesamt. Mit meiner jetzigen sind es 5. Und das ist definitiv eine, wo ich sage, die will ich nicht verlieren. Und da bin ich ganz ehrlich, da würde ich sogar YouTube für aufgeben, wenn es sein müsste. Aber ich mache das lieber so, dass sie das in Ordnung findet. Und ich sage mal so, sie versteht mich auch, weil sie ist selber Gamerin. Und sie sagt auch selber, sie wünschte sich, sie hätte nicht so viel zu tun, weil dann könnte sie mehr zocken. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, ja und nein. Also sie soll lieber froh sein, dass sie was hat und nicht von jedem Arbeitgeber eine Absage kriegt. Ich würde mich auch freuen darüber, wenn ich jetzt einen Job hätte. Weil dann könnte ich mehr machen für euch. Wisst ihr. Vor allem, ich würde Teilzeit nehmen. Kann ich jedem empfehlen, wenn ihr wirklich euch liebt zusammen als Familie und auch zusammenhaltet, dann ist nicht wichtig, wie viel ihr verdient, sondern dass ihr was verdient. So, und das ist auch der Punkt. Ich beobachte das immer wieder bei quick gesunden, also komplett gesunden Menschen, wo beide Elternteile, sag ich mal jetzt, wir nehmen das Kind mal als Arbeitskraft raus, deswegen. Wo beide Eltern gesund sind, dass immer nur einer arbeiten geht. Gut, kann man verstehen. Kita oder halt Kinderaufpasser oder Tagesmutter oder sonst irgendwas sind teuer. Kann man gut und ganz ehrlich verstehen. Was man natürlich sagen kann, okay. Man wechselt sich ab. Man spricht das ab mit den Chefs. Also beide Eltern natürlich. Und sagt, hey, sehen Sie, wir haben ein Kind, klar. Ne? Und dann, keine Ahnung, arbeitet der eine 3 Tage und der andere auch 3 Tage, so in etwa. Ne? Also wenn Samstag auch ein Arbeitstag ist. Sprich, man zum Beispiel als Kassierer arbeitet, dass man dann zum Beispiel auch Samstag arbeiten kann. Ne? Oder an der Tankstelle oder was weiß ich. Je nachdem, ne? Ich wünsche, es wäre auch für mich besser gelaufen. Also ich hatte ja viele Arbeitsstellen, BZW Praktikumstellen, es waren aber trotzdem Arbeitsstellen, weil ich ja logischerweise gearbeitet habe. Und ganz ehrlich, ich finde das auch irgendwie blöd, dass mich viele von den Stellen einfach nicht übernommen haben. Es sah immer so gut aus, ne? Aber dann war das ja wieder so typisch, ja, okay, man kann den Praktikanten ja austauschen. Dem muss man ja nicht viel zahlen, nämlich gar nichts, genau genommen. Wenn er dann mal was kriegt, ist das halt von den Leuten, ja, wo er dann was arbeitet oder halt dementsprechend durch Zufall von Kunden was zugesteckt kriegt, ne? Ich hatte das schon oft genug gehabt in Praktikum, da habe ich zum Beispiel für einen Fliesenleger ein Praktikum gemacht. BZW Fliesen und auch wie heißt das? Laminat. Und ja, da hat mir eine Kundin gesagt, hier ein bisschen Kleingeld für dich, ne? Und da habe ich gesagt, geht nicht. Aber ich kann nichts dafür, wenn es in meiner Hosentasche auftaucht, ne? Da hat sie mir das in die Hosentasche gestopft, ne? Während wir da zu arbeiten waren. Ne? Also BZW, wir tragen da so eine Blaumann-Hosen und darunter sind halt natürlich unsere normale Kleidung.
Und ich hatte die Plaumannhose gar nicht getragen, ne? Weil, ganz ehrlich, ist zwar schön, dass die eine Polsterung extra drin haben, aber ich bin jetzt nun auch nicht aus Staub, ne? Also ich zerfall nun nicht, wenn ich mal auf meinen normalen Knien herumrutsche. Gut, nach einer gewissen Zeit, muss ich gestehen, musste ich dann doch diese Plaumannhose anziehen, weil es dann doch irgendwann ziemlich anstrengend für die Kniescheiben wird auf Dauer. Ich wollte mich nämlich schon anfangen, auf die Seite zu legen, aber das ist dann auch blöd, wenn man an seiner Arbeitsstelle dann einen auch faul, ja, memt, sag ich mal. Deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, 20 Euro einfach mal so nebenbei gekriegt, ne? Und fand ich auch ganz nett. Wie gesagt, ist nicht regelkonform, weil das natürlich Geld ist, was man unter der Hand verdient. Aber was soll man machen, ne? Manche Kunden sagen halt, okay, hier, sie kriegen nochmal ein bisschen Kleingeld, Taschengeld, wie auch immer, Geld, ne? Und ich sag mal so, es muss ja nicht der Chef erfahren, in anderen Worten, ne? Man muss den ja das nicht auf die Nase binden. Hey, guck mal, ich habe jetzt hier nochmal 150 Euro, was mache ich jetzt damit? Dann kommt er nachher an, ja, hier, gibt's in die Kasse, ne? Fertig. Und dann hat man das Geld gehabt, ne? Aber wie gesagt, viel konnte ich damit auch nicht anfangen. Das war, glaube ich, die Anzahlung sogar für meine Festplatte, nee, für meine Grafikkarte damals, ne? Nee, Quatsch, ich habe mir davon einen Laptop geholt, genau. Hätte man lieber länger sparen sollen, weil das war ein totales Schrottding. Bitte, die S ist momentan auch Schrott, weil... Warum eigentlich? Ich glaube, weil es runtergefallen ist. Ich müsste mal gucken, einfach irgendeine Verbindung nicht mehr richtig hält oder so. Ich kenne mich ja jetzt mittlerweile mit Hardware besser aus auch. Und ich kriege den dann gewiss auch wieder zum Laufen. Wenn ich halt lang genug dran herum... Doktore. Schließlich sind auch noch Daten drauf, die ich ganz gerne mal abrufen wollen würde. Na, wie dem auch sei. Aber keine besonderen Daten, das müsste nur das Pflanzen vs. Zombie Let's Play sein, was ich halt mal angefangen hatte. Und ehrlich gesagt, es war auch nicht wirklich berauschend, auf dem Laptop das zu machen. Aber es war halt eine Idee, wie ich dann zum Beispiel, wenn ich auf dem Campingplatz bin, da ich den Urlaub nutzen kann, um schon mal ein bisschen vorzuproduzieren. War eine gute, aber auch gleichzeitig furchtbare Idee, denn, wie gesagt, mal abgesehen davon, dass er nicht wirklich Leistung hatte, waren die Aufnahmen einfach nur grausam schlecht mit dem Audio. Und auch von der Videoqualität nicht gerade die höchstwertigen. Hochwertigsten. Ja, egal. Jedenfalls, wenn ich jetzt demnächst wirklich mal überlege, einen Urlaub zu machen, in der Hinsicht, dass ich wirklich mal verreise, hole ich mir trotzdem mal einen Laptop sicherheitshalber und ein paar Odyssieren, damit ich, wenn ich im Urlaub bin und sage, okay, ich will mal trotzdem noch mal ein bisschen was machen, da ich dann zumindest überhaupt was machen kann. Ne? Das heißt, ich muss auch dann immer Speicherstände kopieren und übertragen. Zumindest bei welchen, wo kein Cloud-Save vorhanden ist. Wo ich eigentlich auch zum nächsten Thema komme, nämlich Cloud-Gaming. Und das ist halt so... sehe ich schwierig, muss ich mal ganz gut kurz dazu sagen. Weil viele Spiele, die auf Cloud-Streaming basieren, basieren natürlich darauf, dass das Internet immer stabil ist. Und dass natürlich der PC des Benutzers auch keine Faxen macht. Weil sonst kann kein vernünftiges Gameplay versprochen werden. Und deswegen, zum einen gönne ich mir Stadia nicht, weil ich ganz genau weiß, dass es sich zwar lohnen würde, aber nicht mit diesem Rechner aktuell. Alles, was so Streaming in der Richtung ist, würde ich mir sowieso erst gönnen, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt den neuen PC, ich kann das jetzt auch eine Zeit lang antesten, USB. Dann gönne ich mir sowas. Dann bin ich aber auch für die Zeit nicht abkömmlich. Das heißt, ich muss dann auch eine Menge immer vorproduzieren. Was eigentlich nicht schwer ist. Für 2 Wochen habe ich ja Just Cause vorproduziert gehabt. Ich muss da wieder aufnehmen, damit ich wieder habe, ne? Gut, sind 3 Aufnahmen, 4 Aufnahmen, die ich jetzt gleich machen muss. Von Just Cause nachher. Dann habe ich da wieder die Vorproduktion. Borderlands ist vorproduziert, da muss ich erst morgen wieder was vorproduzieren. Und Rayman nehme ich ja hier, wie ihr gerade seht, auch sporadisch nur die Lebenssammelgeschichte auf, aber auch nicht ohne Grund. Ihr wisst ja warum. Ne? Zitat, Level werden nicht leichter. Ich muss mich natürlich darauf konzentrieren, damit es auch leichter wird. Hä? Das war aber so nicht im Plan drinne. Na egal.
So, wie dem auch sei, wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann einfach im nächsten Part wieder, denn wir sind jetzt schon wieder mal am Ende des Parts angekommen. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao.